Herzlich willkommen zum dritten Teil. Ich hatte ja angekündigt, dass ich vor der Veranstaltung noch einmal eine kurze Zusammenfassung mache der Dinge, die sich jetzt ereignet haben. Ich habe am 14. früh eine Klärung herbeiführen wollen, um zu verhindern, dass die SPD mit einer verlogenen Argumentation den Chef des Verfassungsschutzes kündigt. Nicht, weil ich den Verfassungsschutz so ins Herz geschlossen hätte, sondern weil ich die Art und Weise, wie die SPD eine Diskussion führt, die unehrlich und die in höchstem Grade demokratiegefährdend ist, führt und versucht, Leute abzuschießen, die einfach nur ganz ehrlich und nüchtern aufgrund der Fakten entschieden haben. Und wir wissen ja heute, dass das Video von Chemnitz ein Fake war und dass sich dort Leute als sogenannte Rechte verkleidet haben und dass das komplett gestaged war, die Geschichte. So, und dadurch, dass Maaßen sozusagen sich sachte an die Sache herangetastet hat und erstmal gewartet hat, was nun jetzt an Informationen eingeht, hat das bewertet und so weiter und sich dann erst eine Meinung gebildet, führt natürlich dazu, dass solche Stages eben auffliegen. Bestes Beispiel ist zum Beispiel, wenn ihr euch mal die Aufklärung zu dem Fall Charlie Hebdo anguckt. Ihr wisst ja, dass die Geschichte mit Charlie Hebdo von vorne bis hinten eine Geheimdiensttätigkeit war und es überhaupt keinen Anschlag gegeben hat in dem Sinne, wie er dargestellt wurde, sondern etwas anders war. Und wichtig war dabei auch festzustellen, dass die Charlie Hebdo-Redaktion dem Rothschild unterstand, die nicht so richtig lief, weil kinderisch diese Comics kaufen wollte. Und um die Auflagen in die Höhe zu treiben, haben sie eben dort irgendwas inszeniert. Das ist das, was am Ende hängen geblieben ist. Und ihr kennt ja auch das eine gestagte Foto, wo die ganzen Regierungshörerischen von Rothschild sich da so in der Seitenstraße getroffen haben und so getan haben, als würden sie ja vor Charlie Hebdo demonstrieren. Und es wurden vorne bis hinten gefaked, das Ding war komplett abgesperrt, da hat nie irgendjemand demonstriert. Und so werden die Leute eben über den Eimer gehalten und das kann nicht gut sein. Wir reden ja immerhin über die Grundlagen unserer Verfassung. Ja, wenn der Verfassungsschutz die Aufgabe hat, die Verfassung zu schützen und eben auch das Volk zu schützen vor seiner Regierung, wenn es den Pfad der Tugend verlassen hat. So, und ich habe in den ersten zwei Teilen ja schon erklärt, wo die Probleme liegen, dass die SPD das Reichskonkordat von Adolf Hitler verlängert hat, die Hannelore Kraft hat das gemacht und hat auch in NRW, ist es sehr beliebt, sich also dort in die braune Reichskonkordatsgeschichte zu begeben, eben um Bußgelder zu rechtfertigen, also sowas, was eigentlich nur die Kirche darf. Und wir müssen davon ausgehen, dass es ein schwerer Verfahrensbruch ist, dieses Reichskonkordat, weil ganz klar festgelegt worden ist, dass in dem Zeitrahmen von 1900 bis 1918 der Einfluss der Kirche auf null zurückgefahren worden ist. Eben aus den schlechten Erfahrungen, weil die Kirche, ich sag mal, mehr Tote auf dem Gewissen hat, also die katholische Kirche hauptsächlich, als der Adolf, der Mao und alle Gewalttäter auf der Erde zusammen. Das muss man einfach wissen, weil die einfach auch jahrtausende lang am Werk waren und haben Wahrheitssucher und auch wirklich echte Christen umgebracht. Wir wissen, dass die Waldenser Gemeinden, die also wirklich Wahrheitssucher waren, regelrecht gemeuchelt worden sind von den katholischen Priestern. Und da kann man nicht dem Vatikan irgendeine Heiligkeit bescheinigen, ich nicht. So, und wenn also Adolf mit dem Vatikan so ein Konkordat abgeschlossen hat, um ein vatikanisches Recht innerhalb des Siegesgebietes der Varusschlacht zu etablieren, dann ist das einfach nur Hochverrat, ja, die der Adolf gegenüber seinem eigenen Volk begangen hat, das muss man ganz klar sagen. Denn in dem Gebiet der Varusschlacht im Jahre 9 ist das römische Sklavenhalterrecht besiegt worden. Und Sklaverei ist weltweit eine völlig klar verbotene Geschichte, die über die Hintertür, dass eben statt dem Staat eine NGO etabliert wird, die uns in eine rechtlose Staatsangehörigkeit überführt hat, die es nicht gibt, nämlich die deutsche Staatsangehörigkeit, wo jeder denkt, ja, das ist doch unsere Staatsangehörigkeit. Nee, das ist genau das gleiche wie das trojanische Pferd. Da gibt es dann welche, ach, guck doch mal, wie schön das angemalt ist und guck doch mal, das brauchen wir unbedingt, das müssen wir unbedingt in unserer Stadt holen. So, und dann, der Ausgang der Geschichte ist ja jedem bekannt. So, und genau so ein trojanisches Pferd ist die deutsche Staatsangehörigkeit. Wir haben mit der deutschen Staatsangehörigkeit überhaupt nichts zu tun. Wir haben die Bundesstaatenangehörigkeit oder wir sind Touristen oder wir sind Illegale. Die drei Möglichkeiten gibt es bloß. So, und die Bundesstaatenangehörigkeit erwirbt man über das Russland. So, und dieses Gesetz kann nur der Staat aufheben, weil es der Staat eingesetzt hat.
Und wenn die Bundesrepublik noch zugibt über das Ausfertigungsdatum, dass das Staatsangehörigkeitsgesetz nach 1913 verordnet ist, dann wissen wir, in welchem Rechtskreis wir uns bewegen. Der Staat ist das Kaiserreich. So, demzufolge gilt für den Staat und die Verfassung des Staates. Und die Verfassung, die am letzten Tag des staatlichen Handels gegolten hat, war die 1871er Verfassung. So, ihr wisst ja selber, ich habe ja auch in diesem Thema immer wieder widersprüchliche Meinungen gehört, habe mich da positionieren müssen. Ich habe auch die Geschichte untersucht mit den Landesverfassungen. Selbstverständlich ist es so, dass Sachsen und Bayern jeweils noch eine Bundesstaatenverfassung hatte und die ist auch nicht in dem Sinne aufgehoben worden, aber man muss jetzt wieder gucken in die Verfassung des Staatenbundes. Dort steht drin, dass die Reichsverfassung vorgeht, der Länderverfassung vorgeht. So, egal was in den Ländern mal ist, ob da ein Freistaat wird oder auch, es interessiert nicht. Es hat erstmal die Reichsgesetzgebung, also die kaiserliche Reichsverfassung von 1871 Vorrang. Und was da drinnen beschlossen ist, darf durch die Landesverfassung nicht aufgeweicht werden. So. Und dort drinnen ist auch geregelt, dass Bayern seine eigene Staatsangehörigkeit bestimmen kann. Dort kann es nur Königreich Bayern eintragen, nichts anderes. Es könnte natürlich für andere Bundesstaaten Amtshilfe leisten. Da muss es aber prüfen, wo gehört denn der hin? Gehört er nach Preußen, gehört er nach Königreich Sachsen, was auch immer. Die Bayern können auch für alle anderen, die im Norddeutschen Bund beigetreten sind, zu den Konditionen, die am 27.10.1918 gegolten haben, die Staatsangehörigkeit bestimmen. Und es durften schon immer über die erweiterten Befugnisse, die 1908 an die Gemeinden gereicht worden sind, die Gemeinden, die am 27.10.1918 kreisfrei waren. So. Wir wissen auch, dass das zum Beispiel bei Zwickau nicht zutritt, weil die erst später in der Weimarer Republik diese Kreisfreiheit hatten. Aber sie hatten eine Hauptamtmannschaft und die Hauptamtmannschaft, die für Zwickau zuständig ist, die hat die Staatsangehörigkeiten ausgestellt. So. Jetzt ist natürlich klar, wenn eine Vakanz auftritt, darf eine andere natürlich die immer vertreten. Das ist einfach so bei einem Notstandsrecht. Beispielsweise der Bürgermeister ist vom Bus überfahren worden, muss ja die Gemeindearbeit erstmal weitergehen. Es muss zwar dann ein neuer gewählt werden, aber erst dann muss es weitergehen. Also muss ein Stellvertreter oder ein Notstandsleiter her. Und wie die Notstandsleiter gebildet werden, habe ich euch ja bereits erklärt. Notstandsleiter werden gebildet, indem sie ihre Tätigkeit aufnehmen. Also die kriegen kein Ernennungsverfahren, was auch immer, sondern man guckt einfach, wer, wie bei einem Verkehrsunfall, die Leitung hat und die Anweisungen gibt in bestimmten Sachen, wie das gehandelt werden muss. So. Wenn wir einen Verfassungsnotstand haben, also wenn wir zum Beispiel mit einer nationalsozialistischen Staatsangehörigkeit in der Bundesrepublik gewählt haben, vor allen Dingen in Mitteldeutschland, die sie nie haben konnte, hatte ich ja in den ersten zwei Teilen schon erklärt, haben wir einen sogenannten Verfassungsnotstand, weil wir dann eine nationalsozialistische Regierung im Bundestag sitzen haben, die dort nicht sitzen darf. Ja, weil Artikel 139 Grundgesetz verbietet die Fortführung nationalsozialistischer Gesetze. Ebenso das Tillerson-Urteil vom 6. Januar 1947, also noch vor Entstehen des Grundgesetzes, wurde festgelegt, dass alles, was nach dem 5.3.1933 entstanden ist, nicht verfassungskonform zustande kam, weil die Regierung und die Gesetzgebung alle in einem Parlament waren und Staatssekretäre Stimmrecht hatten, obwohl die eigentlich nie gewählt wurden. Und dieses Missverhältnis, das ist dann, ob die Kommunisten oder die SPD da mal ausgeschlossen wurden, völlig belanglos. Wenn eine Verfassungswidrigkeit festgestellt worden ist, und das hat das Rastatter Kriegsverbrecherverfahren nun mal gemacht, dann kann man das nicht später uminterpretieren, weil die Beweggründe sind von allen deutschen Gerichten und Verwaltungen zu beachten. Das hat allerhöchsten Rang, ist auch von der Bundesverfassung und auch vom Bundesverwaltungsgericht in Leipzig zu beachten, die letzte Woche eine schwere Rechtsbeugung, einen schweren Verfassungsbruch begangen haben, indem sie das Tillerson-Urteil gebeugt haben. Und deswegen werden die von mir spätestens nächste Woche eine Anzeige beim Verfassungsschutz kriegen, dass hier Richter mit nationalsozialistischer Gesinnung in unserer Gesetzgebung justiztätig sind. Und werden sie sich sehr freuen, das von mir zu hören. Weil ich lasse das sowas nicht durchgehen. Ich gucke ganz genau drauf, auf welcher verfassungsrechtlichen Grundlage arbeitet dieses System. Und wenn das eine nationalsozialistische ist, muss ich dort einschreiten. Das geht nicht. Wir haben das Recht, uns dagegen zu wehren. Wir haben ganz klar ein Staatsangehörigkeitsgesetz. Wir haben jetzt herausgefunden, dass das sagt, eine Fälschung ist. Habe ich auch nachgewiesen in den ersten zwei Teilen. Also müssen wir das nehmen, was davor war und wo es keinen Streit darüber gab, dass es gültig war. Nämlich das Rüsttag. Vorneweg gab es nur das Rüsttag. Auch der Hitler hatte vorher auch nur das Rostock gehabt.
So, und dieses Gesetz kann nur der Staat ändern, aufheben, was auch immer. Und der Staat selber ist das, was vom Kaiserreich abgeleitet ist. Da ja keine Beamten mehr gibt, man braucht ja bloß mal gucken, wann die Beamten verrentet wurden, kann man also mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit davon ausgehen, dass heute kein kaiserlicher Beamter mehr im Amt ist. Demzufolge haben wir einen Verfassungsnotstand, weil wir keine höhere Verwaltungsbehörde hat, die für Preußen und für Königreich Sachsen und Bayern einbürgern kann. Thüringen, wissen wir ja, gab es nicht. Ja, auf der Karte von 1918 gibt es kein Thüringen. Es gab es vorneweg mal, gab es Landgrafenschaft Thüringen, aber Thüringen an sich müssen wir nicht behandeln. Im Süden interessiert uns erstmal nur Bayern und die Sachsen und die Reuß ältere, jüngere Linie und alles, was da südlich ist. So, und der große andere Teil gehört alles zu Preußen und natürlich auch die preußischen Exklaven, die es 1918 noch gegeben hat. So, und die haben entsprechende Amtssitze und dort sind entsprechende Sachen. So. Und jetzt muss man einfach nur genau überlegen, auf welcher rechtlichen Grundlage bewegen wir uns. So. Die SPD hat aufgrund dessen, dass sie den Nationalsozialismus durch die Rechtsnachfolgeerklärung vom Internationalen Strafgerichtshof in Den Haag vorgetragen hat, die Position eingenommen, dass sie die Rechtsetzung des Nationalsozialismus fortsetzen will. Sitzt selber im braunen Sumpf und wirft mit braunem Schlamm um sich. Das ist doch mal eine interessante Sache. Da würde man doch gerne mal zum Wahlkampf in Bayern das mal thematisieren wollen. Und dann ist es nämlich interessant, ob die CSU sich auf dieses Ding einlässt oder nicht. Ich habe Söder und Seehofer schon seit Ende Juni angeschrieben, sie möchten sich mal um ein paar prekäre Fälle kümmern, wo nämlich Polizeibeamte einfach mal darauf bestanden haben, dass, wenn Gesetze angewendet werden, das Tillesurteil behandelt werden muss und geguckt worden ist, ist denn dieses Gesetz, was da angewendet werden wollen, aus der Sprachwürste des Tillesurteils. Nichts anderes wurde verlangt. Ein Polizist muss immer seine Handlungsgrundlage prüfen. Und da kann es nicht gesagt werden, das ist ein Befehl, Hals, Maul. Das ist nämlich vorgefallen. Ein Polizist hat zum Beispiel auch gemerkt, dass Trefferquoten manipuliert worden sind und die Polizei sich sozusagen schön gerechnet hat und Statistik manipuliert hat und sie wollte ihren Vorgesetzten darauf anwenden. Und da hieß es, Hals, Maul, das ist ein Befehl. So, also haben die dort in Bayern mit der Trefferquote gemauschelt. So, um dieses Ding geht's. Und der Polizeipräsident von München hat sich die Sache strafbar gemacht und hat auch noch eine Sache zu verantworten. Da sind nämlich ein paar Flüchtlinge in den Flüchtlingsheim mit Kriegswaffen aufgetaucht. So, und das hat eine private Sicherheitsfirma festgestellt und der Polizeipräsident ist nämlich verpflichtet gewesen, das an die Alliierten zu melden. Er hätte also spätestens dort in Grafenwöhr anrufen müssen, sagt, Jungs, wir haben ja ein Problem, wir haben ein paar Flüchtlinge, die in ihrem Rucksack ein paar Kriegswaffen mitgebracht haben. So, und da hätte dann ein Verfahren eröffnet werden müssen, weil es sind wirklich DEF, Disarmed Enemy Forces, genau die, die wirklich diesen Status verdienen haben. Und nicht die, die die Amerikaner durch ja, die Rheinwiesenlager künstlich erzeugt haben. Das wäre wirklich eine entwaffnete feindliche Armee. So, und die hat die Frau Merkel hier reingeholt. So, und die sind vom Sozialamt, also vom Bundesminister für Arbeit, sind nach groben vorsichtigen Schätzungen 120.000 Terroristen hier reingeholt worden. Es sind nur die Kämpfer, die immer dann, wenn sie in wirklichen Krieg reingeraten sind, die Hosen voll hatten und weggerannt, und die sind dann hier hochgeflüchtet. Es sind keine Familien da, es sind nur Leute, die in anderen Ländern und anderen Gegenden Leute umgebracht haben. Und jetzt will die Frau Merkel nochmal 60.000 Terroristen hier hochholen, nämlich die, die jetzt momentan in Idlib unter Beschuss stehen. So, das ist hier zu verhandeln. Das ist ein Verfassungsnotstand. Wenn eine Regierung so etwas tut und das eigene Volk gefährdet, dann muss der Verfassungsschutz einschreiten. Das ist seine Aufgabe. Und das hatte der Herr Maaßen auch im Sinn gehabt. Da will nämlich der Regierung sagen, Leute, ihr habt hier alle ein Problem. Ihr seid alle auf der falschen Staatsangehörigkeit hier in dem Parlament. Und wenn ihr nicht dafür sorgt, dass in dem Land die Sicherheit von der Bevölkerung gewährleistet ist, muss ich ja mal die Notbremse ziehen und meines Amtes walten. Und dann der Bevölkerung erklären, dass wir hier mit einer nationalsozialistischen Gesetzgebung Wahlen veranstaltet haben, obwohl das verboten ist. Und alle seit 1955, Sommer 55 stattgefundenen Wahlen ruhig abzuwickeln waren. Ich darf jetzt nicht daran denken, was das bedeutet für den Haushalt und für die Bundesobligationen und was die Bundesrepublik da beschlossen hat und Verträge und Tage 2. Das ist eine riesengroße Blase, die natürlich dann ja zum Platzen kommt. Und die einzige Möglichkeit, das ordentlich zu klären, ist, dass die Parteien
in eine Vollhaftung kommen für das, was sie angerichtet haben. Weil das ist die Gesetzlegung, die wir haben. Notstandsleiter müssen sich immer auf die Gesetzgebung berufen, die schon besteht. Die dürfen nämlich, Notstandsleiter sind keine Gesetzgeber. Notstandsleiter behandeln den irregulären Zustand auf der Gesetzgebung, die vorneweg bestanden hat. So. Und wenn es einen Rechtsstillstand seit 27.10.1918 gegeben hat, müssen die alle auf dieser Rechtsgrundlage tätig sein. Alle Bürgermeister, alle Landräte, alle Regierungs- und was auch immer, Staatsanwälte, haben die Gesetzgebung zu benutzen, die bis zum 27.10.1918, 23.59 Sekunden gegolten hat. So. Die Verordnungen, die zu diesem Zeitpunkt hätten benutzt werden müssen, sind bis heute zu benutzen. Und zwar so lange, bis wir nach den staatlichen Regularien wieder einen Verweser wählen, der dann eine Anpassungsgesetzgebung zur bestehenden Verfassung machen kann. Diese wieder nur notstandsrechtlich, weil er muss erst den König einsetzen und dieser König muss den Kriegszustand beenden. Dann erst ist der Staat im vollen Umfang wiederhergestellt. So, und jetzt wissen wir ja nur, dass die Kriegspartner vom Ersten Weltkrieg nicht mehr existieren. König, also die königliche Monarchie von Österreich-Ungarn existiert in dem Sinne nicht. Die gibt es zwar und die sind auch im Hintergrund aktiv und tätig, aber die sind nicht in der Position, ihr Regierungsgebiet zu erweitern, sind also unter Besatzung. So, und ähnlich ist es auch in Deutschland. Es gibt natürlich rechtmäßige Thronfolge, aber man muss sich mal eins überlegen. Wir haben jetzt 2018. Wann in der Zeit von 1918 bis 2018 hat sich einer von dem Adel mal dazu hinreißen lassen, die Ungereimtheiten der deutschen Staatsangehörigkeiten auf den Tisch zu legen? Und das haben die ja gewusst. Jeder von dem Adel hat gewusst, dass die deutsche Staatsangehörigkeit falsch ist. Und wer das bestreitet, dem weiß ich das nach, dass das so ist. Oder er hat sich an den Putsch der Weimarer Republik gesund gestoßen. Oder hat mit den Freistaaten Geschäfte gemacht und Recht übertragen, zu deren Übertragung sie gar nicht berechtigt waren. Das muss man allen deutschen Adel bis zum heutigen Tag zum Vorwurf machen. Es gibt ein paar wenige, die das versucht hat, aber die hat man dann angegriffen, hat sie vergiftet, bestrahlt, umgebracht, was auch immer. Oder mit Kettensägen verletzt und ähnliche Dinge, die da vorgefallen sind. So, das muss man ganz klar sagen. Das sind die Ausnahmen. Aber die Ausnahmen bestätigen die große Regel. So, also kann man davon ausgehen, dass nach der Thronfolge, wie sie im kaiserlichen Strafgesetzbuch verankert ist, also der Eingriff in die Thronfolge ist also ein Verbrechen, was also mindestens mit Todesstrafe geahndet werden kann und wo natürlich nur eine Begnadigung durch den König möglich ist. So, dann kann man sich überlegen, wer denn die Thronfolge in Deutschland verhindert hat, das sind die Parteien. So, und die als Gesamtheit haften für die Außerkraftsetzung der Thronfolge. Man muss nämlich beachten, dass die alten Verträge, die Königreich Preußen 1813 abgeschlossen hat, alle noch gelten, nämlich zu den Russen. Und dort steht nämlich drin, dass dafür gesorgt werden muss, dass für Preußen immer eingebürgert werden, dass der Bestand der Grenzen eingehalten wird. So. Und der Vertrag von 1813 kann natürlich fortgeschrieben werden bis nach 1918, weil ja dort es keinen offiziellen Eingriff in die Handlungen gab. Es gab im Ersten Weltkrieg, ist richtig, da hat sich das deutsche Heer auch nicht immer an jeder Situation mit Ruhm bekleckert. Mag alles stimmen, Fakt ist aber, sie hatten keine Besatzung des Reichsgebietes, solange wie der Kaiser im Amt war. So, das heißt, Die Bestimmungen des Teil 3 der HLKO, Besatzung, greifen erst ab diesem Zeitpunkt. Und dieser Zeitpunkt, hatte ich im ersten Teil getan, ist eben der 28.10.0 Uhr. Ab dann ist Weimarer Blick, ist Putsch, ist Firma Weimarer Blick, ist Betrug, ist Nationalsozialismus, BRD, also die ganzen UNAS-Systeme, die da übereinander gestapelt worden sind. Ja. Und wenn man jetzt Verfassungsschutz betreiben will, müsste man hergehen und sagen, Leute, ihr habt zwar versucht, Notstandsleiter zu sein, aber ihr habt nicht die gesetzliche Grundlage beachtet, die hier gilt. Und wenn ich eine Bundesrepublik am 3.10.1990 lösche, ohne einen Volksentscheid, mache ich Kupferdraht. Und das muss man Dietrich Genscher nämlich zur Last legen. Ebenso Kohl, der das alles gewusst hat. Und ebenso die zwei, die bei den Verhandlungen am 17.07.1990 bei der Außenministerkonferenz als Unterhändler bestellt waren. Die hatten die Interessen des Volkes zu vertreten. Oder zumindest in der Volkskammer, die auch nicht hinter dem Volk gestanden hat. Aber zumindest in deren Interessen. Und dort können keine Verträge geschlossen werden, die mit gestohlenen Siegeln gesiegelt wurden. Und das noch zum Nachteil von der Bevölkerung, die draußen schon auf den Straßen gestanden hat. Das kann nicht sein. Das ist schwerster Vertrauensbruch und Hochverrat.
So, und das hätte nach DDR-Verfassung die Stasi einfach mit einem gemeinsamen Hinrichtung erledigt. Dann wäre das auch auf Tisch gewesen, denn die Todesstrafe war ja nicht ausgesetzt in der DDR. So, das hätte denen geblüht. Es ist also so, dass die Treuhandverträge der DDR komplett nichtig sind und rückabgewickelt werden. Spätestens nach dem Bekanntwerden, dass mit ungültigen Siegeln gesiegelt worden ist. So, und die zwei Unterhändler sind nämlich dann in die Volkskammer gekommen und haben gesagt, ja, wir haben jetzt das alles schon geregelt, es ist alles mit Kohl geklärt, wir können jetzt die Volkskammer auflösen. Und dann haben die am 18. Ziel, also an dem Folgetag, dort beschlossen, dass dann die Treuhand die Sache übernimmt und haben die Volkskammer aufgelöst. Die haben also die ganze Volkskammer betrogen. Das ist das, was hier den Kriminellen der Bundesrepublik Kohl und Genscher zur Last gelegt werden muss. Und dafür haben die auch die Konsequenzen zu tragen. Das heißt, die Kohlerben werden spätestens dann, wenn der Staat wieder hergestellt ist, komplett enteignet. Weil die müssen den Schaden abarbeiten, den Kohl angerichtet hat. Dafür stehe ich in meinem Namen, dass das passiert. So, und nun müssen wir weiter gucken, was ist denn mit der Frau Merkel los? Es steht da so ein Schreiben im Raum, das kann man sich mal bei Hartgeld.com im Downloadbereich runterladen, wonach der Merkel vorgeworfen wurde, dass ihre Vorfahren ihren Namen geändert hätten, und zwar von Krasner nach Krasmirczak, und dass über dem Krasmirczak eine Akte gab, dass er ein Nachkomme von Geli Raubal und Adolf Hitler wäre. So, es durfte ja nur kein großes Problem sein, vom Verfassungsschutz mal nachzuprüfen, ob an der Sache was dran ist oder ob das eine bösartige Verleumdung ist. Ich persönlich kann es nicht werden, ich bin kein Forscher, der DNA untersuchen kann, aber es sollte kein großes Problem sein, das nachzuweisen. So, da kann man sich mal ins Werk machen. Ich denke mal, dass es genau die Sache ist, mit der Merkel erpresst wird, mit der ihre Hintermänner im Prinzip hier, ohne dass sie gewählt sind, hier Entscheidungen durchstrecken, eben über die Erpressung. Und über Seehofer ist so viel bekannt, dass er mit der Tatsache erpresst wird, dass er die Asylinvasion mit vorbereitet hatte. Möglicherweise hat er zu diesem Zeitpunkt nicht gewusst, was er anrichtet, aber das ist das, was ihm das Volk zur Last legt. Ja, und es dürfte ihm bekannt sein, dass er den Spitznamen Drehhofer oder Pirouettenhorst nicht umsonst hat. Ja, jedes Mal, wenn sie alle dann denken, mit ihm ist jetzt endlich mal eine Vereinbarung getroffen worden, er sich wieder dreht und genau das Gegenteil behauptet und dann wieder querschießt. Wir haben das jetzt auch wieder kürzlich erlebt, dass er eine klare Position bezogen hat gegenüber Merkel, dass die Grenzen zu schließen sind, eben auch weil der Bayerische Grenzvertrag einem gilt. Und dann ist er der AfD ein paar Monate später wieder in den Rücken gefallen und hat sich um 180 Grad gedreht. Und das kann ja sein. Wenn er Innenminister ist, hat er die Verantwortung über die Staatsangehörigkeiten. Das ist nämlich auf seinem Tisch. Die Kammern des Innern sind ja wohl unter der Verantwortung des Innenministers. So, ja. Der Innenminister hat dafür zu sorgen, dass jeder Deutsche, bevor irgendwo irgendwas gewählt hat, eine ordentliche, gültige Staatsangehörigkeit hat. Das ist die Aufgabe von dem Herrn Seehofer. Und ihm muss man auf die Füße treten, wenn Leute hier illegal in dem Land sind. Er hat das zu verantworten. Und wenn er hat das festzustellen, wer hier nach Deutschland kein ordentliches Visum hat und wer hier keine ordentliche Staatsangehörigkeit auf den Tisch legen kann. So, das natürlich alle, die zum Zeitpunkt des Verfassungsnotstandes, 17.07.1990, auf Nacht 0 Uhr, ein Bleiberecht haben, das ist ja wohl klar. Aber eben nur sie und nicht ihre Kinder. So. Und die in der DDR gelebt und DDR geboren worden sind, haben ja ihre deutsche Staatsangehörigkeit nicht erhalten. Die hatten von Anfang an immer nur die Rostock-Staatsangehörigkeit. So, und der DDR-Bürger, das wurde denen zusätzlich verliehen. Die hatten das Recht, am 8. Mai mit der Roten Mainecke zu spazieren und am Gemeinschaftsessen teilzunehmen, oder was es sonst noch für Vergünstigungen gab. So, aber das hat auch nichts mit der Staatsangehörigkeit zu tun. Der DDR-Bürger hat die Staatsangehörigkeit Deutsches Reich nicht aufgehoben, aber die DDR durfte es nicht nach außen kommunizieren. Und die Russen, denen waren die Hände gebunden aufgrund des Vertrages von Galitzin, die durften denn die Rostock-Staatsangehörigkeit nicht aufheben. Denn immerhin hatte die Rote Armee den Brest-Litovsker Friedensvertrag unterschrieben. Und der hat für die Sowjetunion volle Gültigkeit. Und dort steht drin, dass im Artikel 8 alle in die Heimat zu schicken sind. Und die Heimat ist eine ganz klar definierte Sache. Das ist der Bundesstaat, aus dem wir unsere Staatsangehörigkeit hernehmen. Das steht im Friedensvertrag von Brest-Litovsker. Und das ist dem Putin seine Aufgabe, in Mitteldeutschland dafür zu sorgen, dass jeder hat. Und der Termin ist gestern.
nicht, müssten wir mal drüber reden oder wir könnten da mal die Büchse der Pandora haben. Nein, das ist eine Versäumnis, was er schon hätte mit Ende der DDR erfüllen müssen. Er hätte nach Auflösung der Volkskammer sofort die ordentlichen Staatsangehörigkeiten ausgeben. Er hätte der Bundesrepublik verbieten müssen, die Personalausweise der DDR, die nämlich der Einstieg waren, in die Rückgabe der Bundesstaatenangehörigkeit, ungültig zu stempeln. Das war nämlich komplettes Unrecht, was hier verübt wurde, weil es gab keinen Volksentscheid, das zu machen. Die DDR hat einen Volksentscheid zu machen, bevor irgendwas verändert wird an den Gebietsgrenzen, wie sie am 27.10.1918 bestanden haben. Denn die Weimarer Republik war eine Putschrepublik. So, dass die DDR eine Rechtsnachfolge der Zeit von 1918 bis 1933 angetreten hat, hängt mit der unglückseligen Sache mit Rosa Luxemburg und Karl Liebknecht zusammen, die alle Beethoven-Verräter waren, man muss es mal so klar sagen. Aber da haben sich die Kommunisten mit denen identifiziert, denn die hatten ja die Weimarer Republik auf den Weg gebracht. Aber die sind damit gleich nicht gescheitert. Es gab massenhaft Tote und Hungernde und ein Wirtschaftschaos ohne Ende, weil die einfach nur Proleten waren. Die hatten keine Ahnung von Regieren, wie man ein Volk regiert, wie man auch Verträge macht. Dass dann natürlich keiner investieren will in das Land, ist doch klar. Und wenn man keine ordentliche Währung auf den Weg bringt, weil man die kaiserlichen Druckplatten gestohlen hat, um kaiserliche Mark zu drucken, und das dann hinterher noch rauskommt, ist doch klar, dass dann keiner mehr in Vertrauen in die Währung hat. Und man muss sagen, alle Währungen, die am 27.10.1918 im Umlauf waren, haben immer noch die Goldeinlöseverpflichtung, ob das jemand bewusst ist oder nicht. Der Staat hat die noch nicht aufgehoben. So. Und alles das, was echte Banknoten sind, ist immer noch einlösungspflichtig gegenüber Gold. So, das ist nämlich die große Angst, die ganzen Luftgeldbanken hier haben, dass die Deutschen sagen, die Einlöseverpflichtung gilt. Jetzt müssen aber die Weimarer Blick die Leute in Gold auszählen, denn die haben den Schaden verursacht. Und das wird mal eine spannende Geschichte. Und genau das werden wir nämlich auch machen. So, wir werden die Weimarer Blick dafür bluten lassen, dass alle kaiserlichen Mark mindestens im Warenkorb einer Feinunze umgetauscht haben. Ja, ist doch mal eine interessante Sache. 100 kaiserliche Mark ist eine Feinunze Gold. So, und wer noch ein paar alte Banknoten hat, die aus der richtigen Zeit sind, der ist gut beraten, wenn er sich ein paar hinlegt. Ist eine Spekulation, wir wissen nicht, ob es so kommt. Es kann auch sein, dass das alles umgetauscht wird, eine Währungsänderung oder, sagen wir mal, das einziehbare Reparationsvermögen vielleicht im Gießkannenprinzip auf alle gültigen Staatsangehörigkeiten aufgeteilt werden. Kann sein, weiß ich nicht, aber es wird eine Regelung geben müssen, um diese Einlöseverpflichtung zu erfüllen. So, und das ist das, worüber wir erstmal reden müssen. Und das ist wichtig, dass wir Wahrheit sprechen und dass wir klar als Bekenntnis haben, welche Verfassung gilt, dass die deutsche Staatsangehörigkeit fähig ist und dass zunächst erstmal für jeden Deutschen festgestellt werden muss, welche Staatsangehörigkeit hat er denn wirklich. So, in meinem Fall ist es ziemlich eindeutig. Ich habe über drei Wege die Rüstag, immer über den vaterlichen Linie, weil meinen väterlichen Vorgang bis so weit zurückdenken konnten, in Chemnitz verortet sind. Die mütterliche Linie, habe ich euch ja schon erzählt, ist durch die Kriegsgeschichte ein Findelkind, Nachkommen eines Findelkinds, also auch immer automatisch Holztag. Und dann haben wir noch eine dritte, muss ich mal überlegen, wie das zustande kam. Ach so, die mir über die angebliche Adoption, der ich aber noch nicht zugestimmt habe, über Österreich-Ungarn machen könnte. Also ich hätte dann noch die von Österreich-Ungarn. So, aber ich muss da offiziell zustimmen und ich muss da mindestens auch volljährig gewesen sein und das habe ich nicht. So, die Adoption ist schwerwiegend unwirksam. So, im Prinzip müsste ich Werner Uwe Müller heißen. Das wäre korrekt. Aber da ich meine Eltern ja auch sehr an mich bemüht haben, wäre das natürlich dann irgendwie ein Falschschlag ins Gesicht. Aber das wäre das, worauf die Staatsangehörigkeit aufgebaut werden müsste. Zumindest die Staatsangehörigkeit. Auf den Namen sind Schall und Rauch, leg ich mal nicht so einen Wert. Aber ich will die Rechtsstellung haben, die mir rechtmäßig zusteht. Und die lasse ich mir auch nicht durch eine angeblich angedichtete Adoption wegnehmen. Das ist die Krux, die ich mit meiner Familie habe. Und wo auch keiner ein Einsehen hat, dass ich ja ein Recht drauf habe. Und ich werde das Recht auch kriegen. So. Und jedem anderen steht das gut zu. Und das ist nämlich das, weshalb ich auch kämpfe, dass jeder auch, weil durch das System geschädigt wird, eine ordentliche Entschädigung kriegt für das, was sie angerichtet haben. Und dann muss der Landrat mal sein Portemonnaie aufmachen. Wenn er im öffentlichen Dienst ist, hat nach Reichsversicherungsordnung eine Dienstpflicht abzuschließen, die alle seine Rechtsvergehen abdeckt. Und da ist auch kein Limit. Wenn die Haftpflichtversicherung bloß bis 2 Millionen abgeschlossen war, der Schaden ist 5 Millionen, muss er 5 Millionen aufbringen. Das ist doch uns egal. Wer wollte denn Landrat werden?
Wer wollte denn außerhalb der Gesetzgebung, in der Gesetzgebung privaten Weg durchsetzen? Dann muss er auch eine Versicherung haben, die das abdeckt. Ist doch nicht unser Problem. Die Reichsversicherungsordnung obliegt jedem öffentlichen Träger. Auch die GEZ hat eine Versicherung ab, darüber abzuschließen, dass wir unsere Beiträge wiederkriegen, und zwar von Anfang an, seitdem es den Schweineverein gibt, für den Fall, dass nachgewiesen werden kann, dass die GEZ vom Kaiser nicht eingesetzt worden ist. Da kann sich überlegen, bis wann der Kaiser gelebt hat, ab wann die GEZ gegründet worden ist und dass das alles ein großer Schwindel ist. So. Und wenn dann noch rauskommt, dass derjenige, der die GEZ auf den Weg gebracht hat, noch mit dem verwandt ist, der beim Bundesverfassungsgericht das Urteil gefällt hat, dann frage ich mich, warum diejenigen, die dort die Klage eingereicht haben, die lange schon eine Befangenheitsanzeige gegen den Richter gemacht haben. Weil der nämlich befangen war, weil das seine Verwandtschaft ist. Den hat er den Arsch gerettet, weil die sonst nämlich sich auf Generationen hätten verschuldet. Aber die anderen Richter haben das gewusst und die haben sich genauso schuldig gemacht. Die gehören auf der Anklagebank, eine ganz klare Geschichte. Es gibt keine GEZ, weil ein Staatsvertrag muss grundsätzlich vom Kaiser unterschrieben sein. Die GEZ kann bis zum heutigen Tag nicht nach Artikel 17 die Unterschrift des Kaisers belegen, dass die eingesetzt worden sind. Und wir wissen, wer wirklich eingesetzt wurde. Das ist nämlich die Firma Telefunken. Die Firma Telefunken, die derzeit unter Besatzungsvorbehalt der Alliierten steht, hat das Vorbehaltsrecht, hier einen kostenlosen Rundfunk zu etablieren. Kostenlos. Die Lizenz ausdrücklich kostenlos. Der Kaiser hat als Erster, König Wusterhausen, kennt ihr vielleicht, eine Rundfunkanstalt auf den Weg gebracht, die hat der Hitler dann noch ein bisschen ausgebaut, die den Rundfunk dort für Preußen und für das gesamte Gebiet von 1918 sichergestellt hatte. Und da gab es natürlich auch in Windhoek und in den ganzen Schutzgebieten auch entsprechend. So, das ist das, was es zu dem Thema zu sagen gibt. Und jetzt werden wir erstmal den Raum vorbereiten, damit wir dann 14 Uhr die ersten Gäste begrüßen können. Ich muss da noch ein bisschen ausräumen und ein bisschen eintischen. Und aus dem Grund muss ich das Video jetzt mal schließen und will mal sehen, dass ich es noch hochladen kann. Ich danke euch erstmal für eure Aufmerksamkeit und alles andere, was da noch zwischen SPD und Maßen rummelt, müssen wir dann auf den Abend vertagen. Dann werde ich auch gerne noch ein Video machen. Falls die Eingeladenen der Einladung nicht folgen, macht das auch nichts, werden wir dann trotzdem das Thema in aller Schönheit behandeln, sodass jeder, der das Video sieht, auch virtuell dabei gewesen ist. Und das halte ich für sehr wichtig. Was ich mir nicht antue, ist Grüne oder Linke oder Rote einzuladen, weil es gibt ein gewisses Ding, wo ich sagen muss, das muss ich mir nicht antun. Die dummen Phrasen, die muss ich nicht erdauern. Ich kriege Schreikrämpfe, wenn ich deren Reden im Bundestag hören muss. So, ich verstehe nicht, warum die AfD mit Euroboxer drin sitzt. Es ist eben ihr Anstand, dass sie diesen Schwachsinn, der da geredet wird, ertragen. Und davor ziehe ich einen Hut. Ich hoffe mal, dass wenigstens Ebert Räder des Ortsverbandes hier noch aufschlägt, mit dem wir mal die Sachverhalte durchgehen können. Ich danke für eure Aufmerksamkeit und werde dann heute Abend dann nochmal eine Fortsetzung machen. Dankeschön.